Ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder ein bisschen anderes Thema. Es geht wieder um E-Zigaretten, um das E-Dampfen. Und heute mal wieder mit einem Unboxing-Video von dem Verdampfer Cubis Pro Atomizer. In diesem Video geht es wirklich nur ums Unboxing. Ich möchte nicht so viel fachliches preisgeben wie im letzten Video zu dem Cuboid 150 Watt. Habe ich vielleicht ein bisschen zu viel Fachliches gesagt, das möchte ich gerne in ein anderes Video verlagern. Heute geht es wirklich nur um das Unboxing. Das Fachliche verschiebe ich dann auf ein anderes Video. Wie wir hier schon sehen, kommt das Ganze auch von Joytech. Wir haben hier den Verdampfer. Den Verdampfer gibt es in einigen Farben. Ich habe jetzt hier die schwarze Edition. Die schwarze Version, und wir haben auch relativ viel Zubehör, wie wir hier sehen, und hier auch noch einen hübschen Text. Die Verpackung macht wieder einen relativ hochwertigen Eindruck, wenn auch nicht so hochwertig wie die vom Cuboid, aber dennoch hochwertig, weil die vom Cuboid war eben schwerer und hat daher einen relativ hochwertigen Eindruck gemacht, aber die ist auch echt hochwertig, echt stabil. Echt gut. Ja, machen wir das Ganze mal auf. Ich glaube, ich benutze einfach wieder mein Messer. So geht es, glaube ich, am schnellsten. Das Ganze hat 20 Euro gekostet. Was für ein Verdampfer. Ja. Weiß nicht. Recht. Ich finde, ja, mittlere Preiskategorie ist es vermutlich. Es gibt echt Verdampfer, die liegen auch bei 10 Euro, aber ich glaube, das ist ein bisschen, das hier ist ein bisschen professionelleres Equipment. So, das Ganze lässt sich wieder aufsliden. Ich führe es hier mal vor. Wie auch beim Cuboid oder auch beim iPhone. Ich vergleiche ja gern die Verpackung hier mit der iPhone-Verpackung. Hier haben wir wieder so einen Security-Check, Security-Code. Und ja. So begrüßt uns das Ganze, also recht schön eingepackt, recht schön aufbereitet. Ich will nichts kaputt machen. Wie bringe ich das jetzt am besten raus? So. Ich glaube, das Ganze ist aus Glas, deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Was ist denn das hier? Achso. Ich habe noch kein Video davor angeguckt, wo das Ganze geunboxed wird, deswegen habe ich keine Ahnung, was mich hier erwartet. Hier können wir eben verschiedene Trip-Tips aufsetzen, sehe ich das richtig? Ja, das habe ich schon richtig erkannt. Geht ein bisschen schwergängig, aber ist auch gut so, sonst verliert man das. Das Ganze hat hier, fokussier. So eine Gummierung. Ja, recht cool, recht hochwertig. Wie gesagt, das ist nur ein Unboxing. Ich muss mich hier ein bisschen zurückhalten. Da haben wir hier noch so eine kleine Box. Die machen wir auch mal auf. Da müssten doch dann. Ja. Ach, dass man es auch im Video sieht. Die zusätzlichen. Das ist mir ein bisschen keine Ahnung, was das hier ist, aber ja, Unboxing, bisschen zurückhalten, das war's, nichts mehr drin. Was haben wir noch? Was ist denn das hier? So ein Tuch. Ich weiß nicht, was da drauf ist. Egal. Legen wir mal lieber zur Seite. Was haben wir noch drin? Ach cool. Das ist ja auch cool. So eine Karte, die uns zeigt, mit wie viel Watt wir dampfen sollen. Und die hier oben gezeigten Arten
verdampft wurde, wie man das nennt. Ich kenne mich da auch noch nicht so gut aus. Sind eben hier die einzelnen Verdampferköpfe oder wie man das nennt. Ja, recht cool, dass hier auch noch so eine Karte dabei ist. Was haben wir noch? Das hier müsste wieder die Bedienungsanleitung sein, oder? Ja, auch wieder in verschiedenen Sprachen. Ja, cool. So. Und dann kann man hier eben seinen Verdampfer so zusammenbauen, zusammensetzen. Mit den verschiedenen Verdampferköpfen, dem Drip-Tip. Und ja. Hier kann man den Lufteinlass verstellen. Ich weiß jetzt nicht so ganz, wie man den aufmacht. Ich habe mich noch nicht so gut damit beschäftigt. Ist ja auch jetzt nur ein Unboxing-Video. Ich glaube, ich lasse den jetzt mal so zusammen, baue den nicht auseinander. Den kann man aber auch noch auseinanderbauen. Und schraube den hier mal auf den Akkuträger drauf. Das Ganze kommt hier oben einfach drauf. Das Ganze passt eigentlich echt gut zusammen. Ich will jetzt nicht zu stark draufschrauben, dass da irgendwas kaputt geht. Ich glaube, das reicht schon so. Ich habe jetzt hier keine Akkus im Akkuträger drin, deswegen kann ich es nicht testen. Und ich habe ja auch noch kein Liquid eingefüllt. Aber es sieht recht cool aus hier auf dem Kuboid. Ja. Also der Verdampfer hat echt viel Zubehör, muss man sagen. Wir haben hier so Ringe. Ich weiß nicht, ob die dazu. Das sind Dichtungsringe, oder? Das müssten Dichtungsringe sein. Ich weiß es nicht. Sorry, bin ich gut vorbereitet. Dann haben wir hier noch die verschiedenen Verdampferköpfe. An der Zahl sind es 4 Stück. Ich weiß nicht, ob wir einen drin haben. Haben wir einen drin? Ich weiß es nicht. Was haben wir noch? Wir haben hier noch dieses Putztuch, was aber irgendwie schon irgendwelche Partikel beinhaltet. Ich weiß auch, ich habe es auch erst gerade ausgepackt. Diese Karte, die ich auch sehr cool finde. Anleitung natürlich sehr wichtig. Diesen Schaumstoffteil, ja. Der Rest ist einfach nur noch Verpackung. Die Security Card. Ein weiteres Drip-Tip. Ich vergleiche mal nochmal die beiden Drip-Tips miteinander. Zack. Ja, das eine Drip-Tip ist eben im Durchmesser größer. Ich weiß nicht, ob man es im Video so gut sieht. Von der Höhe her sind sie beide gleich. Aber vom Durchmesser her eben unterschiedlich. Ich glaube, ich nehme das kleinere. Und ja. Das war es eigentlich schon. Ich habe jetzt hier übrigens die Kombination, wen es noch interessiert. Kubis und ja, Kuboid 150 Watt. Das ist jetzt hier die Combo zusammengebaut. Insgesamt kostet eben dann das Ganze 70 €. War schon ordentlich, muss man sagen. Finde ich jetzt persönlich schon ordentlich. Aber es ist, glaube ich, auch ein relativ professionelles Equipment dann. Genau. Ich bin Enrique Fernandez. Bis zum nächsten Video. Adios.